Wir sind wieder zurück bei The Forest und was machen wir heute Schönes? Wir gehen heute auf Wildschwein- und Waschbärjagd. Ne? Genau. Für Wärmeanzüge, weil langsam, also wir sind angekommen, wir haben jetzt hier eine Villa an der Côte d'Azur ersteigert. Was uns aber noch fehlt, ist der richtige Schick. Oh, die Nachbarn bringen uns wieder Kuchen vorbei, Tobi. Fleischpastetchen. Hast du gerade gehört? Schmecker. Ja, das ist aber lieb. Also das ist. Ja, kommt mal ran hier. Seitdem wir hier angekommen sind, die Nachbarn sind einfach gut zu uns. Einfach tolle Menschen. Mit denen möchte man auch in einer Nachbarschaft leben. Ah! Hier unten? Ja, was machst du denn da unten? Vorsicht! Oh nein! Sehr gut. Ah, prima. Ey, nicht übers Beet. Oh nein. Hä? Ah, der Idiot. Der hat doch keinen Freischwimmer. Lebt er noch? Ja, jetzt nicht mehr, leider. Ich dachte vielleicht, dass ich ihn hier noch weglocken kann, aber... Ärgerlich. Ja, das ist ein bisschen natürlich... Wenn man die grillen will, dann ist das... Also, ne, wenn man die Fleischpastetchen natürlich... dann ist das schwierig. Schade. Sag mal, hat der zwei Fallen aus... Das kann doch gar nicht sein. Oder haben wir die mit dem Baumfällen ausgelöst? Kann das sein? Kann man die so auflösen? Auslösen? Ja, natürlich. Oh. So, warte. Wobei, wir haben doch hier gar keine Bäume gefällt, oder? Ich habe nur da hinten gefällt. Okay. So. Beide fallen wieder ausgerichtet. Ja, wollen wir einfach los? Ja, ich hab Riegel dabei. Und trinken habe ich auch noch dabei? Ja, ich auch. Ja, bis 23%, das reicht schon. So was können wir noch irgendwo einkriegen. Aber warte mal, sollten wir vielleicht vorher speichern? Ja, wir sollten vorher speichern. Komm, okay, ja, dann fülle ich meinen geilen Beutel noch auf. Ja, das ist gut. Einen schönen Windbeutel. Hm. Oh ja, Windbeutel. Oh, lecker. So. Wo ist denn hier... Ach, ist schon aufgefüllt. Ne, dann trinke ich einfach mal hier schnell raus. So. Feder noch mitnehmen. Kann man hier draus trinken? Wieso kann ich hier nicht draus... Ich kann hier nicht draus trinken. Ich muss den Beutel wahrscheinlich wegnehmen, ne? Ja, ich glaube schon. Können hier noch was speisen. So, gegessen habe ich. Den Rest Fleisch holen wir uns unterwegs, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, ich habe immer Angst, dass wenn wir hier Trockenfleisch mitnehmen, dass dann vergammelt, weil hier bleibt es ja frisch einfach. Das ist ja das Schöne. Ja, das stimmt. An unserem Neverending-Vorrat. So, in Richtung Wildschweine sollten wir einmal... Ja, falsche Richtung, aber egal. Da müssen wir, glaube ich, auf die neue Insel. Also auf die in Richtung Berg. Genau, da wo die Crocodiles auch sind. Genau, aber ich würde mich gerne ein bisschen im Wald halten, aber nur um zu gucken, ob wir irgendwann... Ich weiß nicht, sind Waschbären nur nachtaktiv? Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ich habe zwar jahrelang Zoo Tycoon gespielt, aber ich kann es dir echt nicht sagen. Also zumindest nachts gehen die einmal in die Mülltonnen. Deswegen dachte ich, vielleicht sind die nachts aktiver, weil die sich da mehr raustrauen, aber so. Das könnte gut sein, wenn ich jetzt an Sly Raccoon zum Beispiel denke, da bei dem PS2-Spiel, der war auch immer nachts, ne? Da bin ich immer Nachtnebel gewesen. Aber Bird Raccoon und mit seinen Freunden, mit Cyril Sneer und so, die sind immer tagsüber aktiv gewesen. So 80er Zeichentrick. Dies ist der immergrüne Wald. So, Fisch nehme ich mal nicht mit, weil noch haben wir keinen Hunger. Boah, die Hütte sieht schon amtlich aus. Ja, ist cool. Haus ist mega, vor allem im Dunkeln sieht halt mega geil aus. Ja, und da kommt ja noch haben wir eigentlich noch... Ah, ich hätte gleich wieder... Naja, können wir später machen. So Schädellampen wieder aufbauen. Ich habe wieder 4 Schädel im Inventar und später kriegen wir bestimmt noch mehr Schädel. Kaninchenhaut brauchen wir auch, ne? Ja. Hier war doch gerade eins, warte. Kaninchen. Ja, hier sind immer Kaninchen. Kaninchen. Okay. Wusstest du, dass man sich bei Sea of Thieves aus der Kanine schießen kann? Alter. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen gerade. Oh. Na, großartig. Kaum gehen wir los, weißt du? 2 Meter vom Haus entfernt. Aber da fühlen sich zu Hause die Schildkröten wieder. Das ist ganz gut. Fühlen sich die Schildkröten wieder. Vielleicht ist das aber, weil wir hier einfach nicht morden sollen, Erik. Das glaube ich nicht. So, und 2 Karnickel. Sehr gut. Da ist gerade einfach... Wir rennen die immer weg. Bei mir ist gerade noch eins im anderen... Hä, bei mir ist der Pfeil einfach despawned. Was soll das denn?
Die Falle ist aber despawn. Also bei mir rennen die immer weg, ich krieg die nicht, keine Ahnung. Ja, okay, jetzt. Das Doofe ist, wir könnten die Köpfe jetzt als Trophäe mitnehmen. Aber machen wir natürlich nicht, weil wir jetzt auch unterwegs sind. Also du musst natürlich aus Entfernung schießen, ne? Ja, ja, aber die rennen halt dauerhaft bei mir irgendwie immer. Nö, einfach mal stehen bleiben, so ein bisschen in Entfernung und warten, was es macht. So mache ich das zumindest immer. Wie viele Kaninchenfälle brauchen wir denn? Vier wahrscheinlich. Muss ich gerade mal gucken. Letzte Folge habe ich schon geschaut. Wärmeanzug. Oh, zwei Fälle sollten reichen für zwei Wärmeanzüge. Okay, ja, dann haben wir eh genug. Wir brauchen halt nur Waschbären und Wildschweine vor allen Dingen. Wildschweine brauchen wir, glaube ich, 8 Stück. War das richtig? Oh. Insgesamt für beide. Oh, und Hirsche, also Rehe brauchen wir 12. Na gut, die laufen ja immer öfter mal irgendwo rum. Echt? Ich hab noch nie eins getötet, Tobi. Ich hab's nie übers Herz gebracht. Entschuldigung. Irgendwie so Hauptnahrungsquelle. Süße Rehe. Na, süß sind die ja nicht. Nein, die sind schon lecker herb. Also je nachdem, wie man würzt, natürlich. Den brauchen wir nicht. Ja gut, kannst natürlich gerne, wie du möchtest, Tobi. Wie du möchtest. Ja, ich hab da Spaß dran, Erik, bitte. Das ist gut. Jetzt muss ich den anderen ja eigentlich auch noch töten. Mach ich aber nicht. So, ich habe noch kein Nickel mitgenommen. Einfach nur, damit wir das Fell haben und ein bisschen Fleisch. Hä, so. Was ist mit dem? Der sieht ja voll... Der sieht aus, als hätte er Spaß gehabt. Hm. Ja, beide, ne? Züngeln. Ach, guck mal, die züngeln da gerade. Das ist so Sweet Kiss. Ja, Mann. Das ist so ein... Ah, so internationales Sign of Love. Was denn? Guck mal links, bitte. Einer bleibt, oder was? Kommt er zu... Ja, der kommt zu uns. Cool. Ja, du bist hey! Hä, wie doof ist der denn? Hä? Oh, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh, wir haben ihn eingebuddelt. Ein kleiner Strandspaß. Huch, hä? Was macht der denn? Das war ja ekelhaft. Huch! Hä? Alter! Das ist ein Widerling. Komm, wie er da jetzt hängt. Oh, hier liegt ein toter Lurch. Was ist denn hier passiert? Warum der her? Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Ureinwohner. Tobi, ich gönne dir mal eine Seebestattung, oder? Alter, der Arsch. Meinst du meinen? Wie unsensibel von dir. Nee, von dem Typen. So. Ach, guck mal, wie er mit den Füßen noch rausplanscht. Das ist so süß. Oh. Er versucht zu tauchen. Oh. Na komm, wir gönnen ihm seinen Spaß. Ach, schön. Ich brauche wieder wohl manchmal von uns denken. Wir brauchen mal wieder ein paar neue Mutantenrüstungen, ne? Rüstungen. Das stimmt. Wir haben in dieser Aufnahme noch nicht einmal Muschiklaus gesehen. Das ist enttäuschend. Und wir sind schon in der zweiten Folge. Also so langsam könnte er aber auch mal rankommen jetzt. Ne? Oh, warte. Oder sie. Hä? Ich höre Thrombosen. Thrombosen, Jonas. Und. Hä? Das ist aber auch ein Problem. Nein, die hört es immer noch an. Scheiße. Halb eins nachts, Dankeschön. Vorhin habe ich noch Witze drüber gemacht. Oh, da war Thrombosi gerade. Hab ihn gerade gesehen, da hinten ist er. Der hat aber gerade eine kleine Bagage dabei. Komm, wie immer noch nicht drauf klar, ey. Ich finde den geil, der sieht aber aus wie so ein fettes Hähnchen. Ich mag den voll gerne. Ja, wo ist er denn? Ich höre den ganz laut gerade. Als wäre der unter uns. Jetzt ist er weit weg. Vielleicht ist er unter uns. Ja, vielleicht ist da wirklich. Ist hier eine Höhle irgendwo? Nee, die gehen ja nicht in Höhlen. Keine Ahnung. Hast du den schon hier draußen gerade gesehen? Der ist, glaube ich, im Berg hier irgendwie. Dem Geräusch nach ist er im Berg. Geht dann aber wieder weg, ist dann aber wieder da. Hä? Oh. Ist bei der Regen auf einmal auch so stark? Nee. Ah, okay. Der ist hier. Der ist hier irgendwo. Ja, der ist im Berg irgendwo, ne? Also im. Ich glaube, der kann zaubern. Hm. Krass.
krasser Typ, Mann. Vielleicht machen die jetzt so. Oh, da war er gerade. Hä? Der ist gerade hier eben aus der Luft unter die Erde gefallen. Hä? Wir haben nicht gespeichert. Fällt mir gerade ein. Ist egal. Das kriegen wir noch hin. Ach. Wir kriegen noch ein paar Gelegenheiten, glaube ich. Jetzt kommen wir erstmal. Oh, da war er schon wieder. Das hinter dir gerade. Hä? Was ist denn mit dem? Ich sehe den gar nicht irgendwie. Der ist hinter dir gerade wieder quasi in die Erde reingefallen. Was ist denn mit dem? Ist der doof? Bescheuert ist der. Müssen wir dem jetzt das Mutantendasein auch noch erklären oder was? Da schon wieder. In die Erde reingefallen. Der ist immer hier hinten irgendwo. Hier so. Hm. Jetzt ist er wieder weg. Von der Spast. Das ist ja merkwürdig. Oh, jetzt kommt er wieder. Tobi, bei dir ist ein Krokodil. Mir ist kalt und ich bin nass. Was? Bei dir ist ein Krokodil. Da. Alter. Boah, ein Krokodil. Vielleicht stimmt's sogar. Ein Krokodilkopf wäre auch geil in der Sammlung, ne? Boah, Alter. Weg ist er. Alter! Ich hab nur den Arsch gesehen! Ich hab mich erschrocken gerade! Was ist denn da los mit dem? Alter! Ist das so eine Geisterscheinung oder so? Oh! Ghost, Nachricht von Jonas oder was? Dann sitzt er da und töpfert mit dir. Oh! Warte mal, ich muss mein Feuer gerade machen, mir ist echt kalt gerade. Ja, mir auch, hier friert alles zu. Oh, da laufen Ureinwohner rum. Oh, hier am Strand kommen die, glaube ich, ganz gerne mal vorbei. Okay, was passiert, wenn ich den eigentlich mal hitte, falls der hier wieder rauskommt? Oh, Geld. Ja, Geld. Da wird mir besonders warm, wenn ich Geld da drauf lege. Oh, ich habe noch 540 Euro, die würde ich auch komplett verbrennen. Ist halt Charity für frierende Inselbewohner. So. Einfach mal ein bisschen Geld verbrennen. Oh, dann weißt du, wenn wir Geld verbrennen, hier komm, ich hau mal ein paar Hasen auf den Grill, wa? Guck mal hier. Ach, nice, Erik. Ja, lecker. Guck mal, die haben sich sogar lieb. Guck mal, wie die da liegen. Und so, die haben sogar noch ihre Öhrchen, die man knurpsen kann. Ach, süß. Knurpsige Öhrchen. Das soll mal einer sagen, die sehen jetzt irgendwie traurig oder so aus. Ja, auf keinen Fall. Also wenn ich später mal irgendwann so einen Hasen haben sollte, dann nenne ich ihn Knurpsi. Ich nenne ihn Braten. Bratan. So, oh, lecker. Jetzt. Vor allem einfach mal so einen ganzen Hasen gegessen, weißt du? Aber egal, der Hunger treibt's rein, Tobi. Vorsicht, hinter uns. Der will auch einen Hasen haben. Hey, der beobachtet uns. Hallo, Freund, komm doch ran. Der hat gerade Schaden bekommen von irgendwas. Verstehe ich nicht. Hey, jetzt beruhigen wir uns mal alle hier, ja. Hä? Was denn? Was denn? Der wusste gleich, wo er hin muss. Ah, aber er brennt leider nicht. Nee. Da war schon wieder der Jonas. Jonas, ach, der Gänger zwischen den Welten. So. Ich hoffe, es bleibt wieder ein Tag. Ah, warte, da kommt noch. Tick und Trick liegen schon im Feuer. Track ist der Nachzügler gerade. Komm her, deine Kumpel sind hier. Track, alter Kumpel. Ja, sicherlich. Kann ich den in Richtung Feuer eigentlich stupsen? Hey, der Trombone, Jonas! Der ist aber nicht draußen, oder? Nee, der ist wieder runtergefallen. Ich meine, ins Feuer jetzt. Oh, warte. Oh. Wieso brennt der eigentlich nicht, wenn man den ins Feuer schubst? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das so schlau für uns. Ja, das kann natürlich sein. Oh, dein Kanickel ist, Hä? Ich wurde gerade von Thrombosenjonas umgeworfen, einfach. Ach, nicht... Ja, okay, komm her. Dann bist du am Haus genannt. Komm, Tobi, wir spielen Tennis. Yeah. Ist da noch einer hinter mir? Ja, da kommt gerade noch einer.
Moin! Hey! Das voller Schaschlik einfach nur noch. So, also wenn Thrombosi nicht hier wäre, ne? Back body drop! Boah, ich höre den immer noch von unten. Okay, warte, ich mach mal wieder ein bisschen Rüstung hier. Ich hab den aber auch angeditscht, also mit dem Pfeil habe ich den gerade beschossen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert irgendwie. Der ist gleich wieder in sein Loch gefallen. Komisch. Vielleicht ist er depressiv. Sein mentales Loch. Vielleicht ist er depressiv. Ich glaube auch. Man hört ihn ja ab und zu mal ein bisschen rumpeln. So. Wäre lustig, wenn er jetzt noch wimmern würde. So. Oh, ich kann keine Schädel mehr mitnehmen. Ja, ich auch nicht. Wir brauchen wieder neue Lampen. Hast du das? Ah nee, das kann ich glaube ich noch im Inventar, deswegen. So, du bist nicht böse, wenn ich Knochen nehme und wir Rüstung machen, ne? Wenn du was brauchst, gebe ich dir alles. Wieder. Okay, alles. Ach, guck mal, wer da kommt. Ja, moin. Warte mal. Oh, Vorsicht, Tobi. Tobi, zwei von hinten, zwei von hinten, zwei von hinten. Ich schnapp mir den hier. Vorsicht, noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tobi, wir müssen weg. Oh, Oder wir wollen mal bleiben. Wollen wir es aufnehmen? Ach komm, wir machen die fertig jetzt. Das sind fünf. Warte mal, ich muss das Feuer anmachen jetzt. Was Schluss hier. Okay, Nummer eins ist weg. Oh, da kommen noch welche von einer anderen Richtung, glaube ich. Ey, ey, ey. Huch, der ist gleich ins Feuer gefallen. Einer ist ins Wasser gegangen. Oh, ich brenne. So, Nummer zwei. Geht es? Oh, warte, 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 Tobi, Vorsicht. Da ist auch noch einer. Oh, meine Ausdauer. Finde ich aber langsam nicht mehr lustig, mein Freund. So. Hä? Was war das denn? So, fliegender Wechsel gleich. Du. Ich bring noch einen. Das ist der letzte. So. Nice. Alles klar. So. Schön die Massenschlachtbank hier. Oh nein, das Feuer. Das Feuer ist, glaube ich, aus. Och nee, nicht jetzt. Das ist scheiße. Wahrscheinlich ist es erstickt unter den ganzen Körpern. Warte mal, ich mache ein neues. Alles klar. Hier liegen nochmal zwei. So. Ich kann sie anmachen. Ah, jetzt. So. Let's go. Wie gesagt, da kann ich mir gleich ein bisschen Rüstung machen. Ich habe nämlich nichts. Also noch zwei mutanten Rüstung, glaube ich. Ja, ich glaube, da kriegst du genug. Oh, ich kann das Feuer wieder anmachen. Warte! Oh, Vorsicht! Moin! Hab doch gerade einen gehört. Wo ist denn der? Ach, da ist der. Hab ich gar nicht gesehen. Kommst du zur Partei, Alter? Kommst du zur Partei? Partei? So, du hast ja deinen Spaß, ich mach mal... Oh, sieben Rüstung habe ich. Also wenn du Rüstung brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, ich guck mal, ich habe glaube ich auch noch ein paar Knochen. So. Acht? Ja, da kann man doch... Also ich hab noch 10 Stück Rüstung im Inventar. Ich glaube, es werden bald mehr. So. Ja, drei. Achso, ich kann keine Knochenrüstung mehr machen. Ich bin voll. Ich bin einfach komplett voll. Sag Bescheid, ne? Dass deine Rüstung... Achso, ich muss selber vielleicht mal Rüstung anziehen. So. So. Gut. Da war der Jonas schon wieder. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr.
Nö, ich glaube, der weiß einfach unsere Gesellschaft nicht zu schätzen, der Typ. Ich glaube auch. Oder der ist einfach underground. Der ist einfach underground. Der hat vielleicht nicht so ein Geltungsbedürfnis. Real underground. So, sag Bescheid, wenn du noch was brauchst, ne? Ich habe wirklich mehr als genug Rüstung. So, zwei Rüstungen brauche ich noch. Hier ist noch ein Knochen. Alter, die ganzen Schädel hier. Und einige sind schon verschwunden, glaube ich, ne? Also wenn du noch einen Rüstungsteil hast, wäre ich fort. Ja, wobei, warte mal, nee, das passt. Hier, easy. Wieder schön, Tobi, hier. Guck mal. Tobi, ey. Oh, geil. Oh, danke. Ja, super gerne. So, flop. Nice. Aber du bist nicht voll. Hä, doch, ich bin voll. Ich habe halt ein paar Mutanten-Sachen und den Rest Knochenrüstung. Du hast gar keine Maske an. Ja, da habe ich wahrscheinlich Mutantenrüstung, die man nicht sieht oder so. Ach so. So, ich hau mir nochmal ganz kurz den Hasen hier in den Grill. Ich habe leider noch einen. Ich habe Snacks gegessen, alles gut. Oh, okay. Da war Thrombose wieder gerade. Es könnte aber jetzt langsam echt mal hell werden, ne? Ja, ne? Echt ein bisschen ärgerlich. 20 Minuten schon. Und bis jetzt haben wir nur gekämpft. Sind die Kämpfe leichter geworden? Ich glaube auch, dass unsere Ausrüstung langsam besser ist, ne? Ja gut, ich kämpfe immer noch mit dem scheiß Speer. Obwohl ich eigentlich mit der Axt kämpfen sollte, aber ich kann mit dem Speer einfach am besten. Kann man denn mit der... Kann man hier denn auch Zähne dran machen? Nee, an Speer leider nicht. Ah, oh, dir ist kalt. Du hast Durst. Ich bin immer nur am Rumheulen hier. Ja, ja, furchtbar. Aufheizender Speer kann man machen und vergiftete Waffe wäre vielleicht nochmal ganz interessant. 4. Was brauche ich dafür? Sind das Schneebären? Hab den Sperma vergiftet. Leck mich doch am Arsch. So. Mein Speer ist jetzt vergiftet. Mal gucken, was passiert. Oh, cool. Ah, die ist kalt, willst du nass werden, die am Feuer. Seufz. Oh, der Mond dann sieht aber cool aus. Und es geht gleich unter. Ja, nice. Da hinten laufen schon wieder welche rum. Ja. Aber wir können aber weitergehen. Es regnet nicht mehr. Warte. Let's go. Okay. Sind wir hier richtig? Ja, ne? Wir sehen Krokodile im Dunkeln nicht. Das ist ein bisschen gefährlich. Ah ja, die Krokodile waren ja auch noch hier. Da musst du echt aufpassen, die machen viel zu viel Damage. Also klar, Krokodile halt, ne? Sag mal. Kann es sein, dass Thrombosi uns jetzt hinterherkommt und hier gleich rausläuft? Ich höre den rennen. Der ist hier gerade gewesen, ja. Der ist ja, da ja? aufgeploppt kurz. Okay. Wie der Nachbar oben, der wieder am Ausrasten ist. Der fette Nachbar. Bist du der DHL-Paketbote? Nein. Okay. Dum, 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 dum. So was im Kühlschrank. Dum, 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 dum. Leider nein, ich geh wieder ins Wohnzimmer. Dum, 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 dum. Okay, wo kriegen wir... Er ist gefangen in einem Videospiel. Der Arme. Ah, naja. Verewigt, Tobi, verewigt. Nicht gefangen. Okay. Aber ich habe jetzt in der Nacht nicht einen Waschbär gesehen. Naja, da an der Landzunge sowieso nicht. Waschbären müssten bei uns am Haus eigentlich ein paar sein. Da ist immer so ein Waschbärpärchen. Die könnten wir da wegsnacken. Aber Wildschweine kriegen wir nur hier irgendwo auf der Insel. Ich weiß aber nicht genau. Ist das ein Waschpärchen? Tobi. Ja. Nein. 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 Entschuldigung. So. Ach, Ringelblume. Oh, ein Wildschwein. Oh, nice. Gleich mal meinen Bogen zücken. Aber greifen die nicht auch an? Ich dachte, der kann durch den Felsen laufen. Normalerweise greifen die eigentlich auch an, wenn... Ach, wir sind wieder hier am Dorfe. Waren wir hier nicht neulich schon mal? Ah, super, Tobi. Willst du es ausnehmen? Mach du ruhig. Okay. So ein paar Wildschweinköpfe zu Hause hat ja auch viel von Schönheit, ne? Auf jeden Fall. Und da wir beide, also gerade der Tobi und ich, sind ja bekannt auf YouTube als die zwei Ästheten. Ja. Ja.
Und daher sollten wir irgendwann mal... Das ist nicht gelogen, Erik. Ja. Also bei aller Bescheidenheit, ne, das kann man auch ruhig mal ansprechen. Hier schenke ich dir. Hm? Wo ist es hin? Hier. Ah. Das ist aber schön. Oh. Hru, 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 hru. Süß. Okay. Wenn der Weg nach Hause nicht so lang wäre. Oh. Ja, da vorne ist ein Reh, aber das brauchen wir ja aktuell nicht. Wobei, vielleicht zum Essen. Oh, hier sind Eichhörnchen, Tobi. Zwei Stück. Schade, dass wir nicht zu Hause sind. Schade, dass man die Dinger nicht so einsnacken kann, dass man die quasi einfach in die Hosentasche steckt. Ja, Mann, die Köpfe sind ja auch klein. Das müsste eigentlich gehen. Eben. Verstehe ich einfach nicht. So. Okay, ich gehe mal... Ah, da hinten vielleicht am Meer? Wieso kann man eigentlich Krokodilhaut nicht mitnehmen? So Krokodilleder ist doch bestimmt richtig zäh. Und daraus, kann man das nicht? Ich glaube nicht. Und daraus eine Rüstung, so Krokodilsrüstung, müsste eigentlich gut abgehen. Da ist wieder kein Nickel, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ne, ich glaube, zwei haben wir ja schon. Mehr. Ich glaube, mehr. Oh, okay. Okay, sind nur Bäume. Haben wir noch einen Lorch? Aber den brauchen wir ja auch nicht. Puh, ja, wo kriegen wir denn viele Wildschweine her? Das wird... Puh. Wahrscheinlich tief mehr im Wald drin, ne? Ja, komm, gehen wir mal hier da, wo die Bäume sind, so ein bisschen. Auch wieder ein Lorch. Lorch. Auf der Expedition. Ich habe nur gute Erinnerungen an unsere Expedition. Da passieren nur gute Dinge. Oh. Was denn? Ich glaube, ich habe Giftbären gegessen. Das ist nicht so gut. Hier sehe ich gar keine Bären. Ach, rote waren das, glaube ich. Da vorne rennt ein einsamer Typ. Oh, guck mal, was mit dem Hasen hier. Oh, der war festgebackt. Oh Gott, der Arme. Oh, schade. Ich hätte gerne geholfen. Konntest du nicht helfen? Nee, leider, ich war zu langsam. Ach, Tobi, mach dir nichts draus. Es wird ihm gut gehen. So. Tja, der Eingeborene ist auch weggelaufen. Ist nicht unser Tag heute, ne? Nee, wir nicht. Ich hätte jetzt echt Bock auf so ein richtig geiles Toastbrot mit Erdbeermarmelade. Ich dachte mit Hasen. Ich esse mal einen Pilz, einfach nur, weil ich es kann. So. So ein Pulled Pork aus Hasen und dann auf dem Toast, das könnte auch gut schmecken. So ein Hase mit Honig überstrichen. Aber dann noch vorher auf dem Grill, so auf dem Drehspieß. Ja, ja, genau, ja, ja, so stelle ich mir das vor. Lecker. Oh, lecker. Hallo, mein Freund. Der ist ja gar nicht tot. Warte, jetzt vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. So. Die einfach mal fett unten aufgerissen und dann. Ja, gut, komm. So. Brauchen wir noch ein paar schmackhafte Preiselbeeren. Viele. Hey, 3 Punkte, Tobi. Ja, nice. Schön. Oh, guck mal hier, was wir da haben. Oh, gut. Hä, der blutet ja schon. Hä? Komm, wir gehen zum Tierarzt. Dann hilf ihm. Ja, oh, schade, zu spät. Wir wollten gerade losfahren. Schnelle Notoperation. Schade, du hast alles getan, was möglich ist. Tobi, du bist ein guter Mensch. Willst du Fleisch nicht mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich das noch mitnehmen kann. Aber er ist ja eh schon tot. Kula, 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 plumps. So. Okay, Tobi, komm. Yeah, 3 Punkte. Geil. Er ist einfach nur vor mich geschmissen. Aus dir wäre ein guter Basketballer geworden. Ja, schade, dass man es nicht werfen kann, ne? Geil, warum man das überziehen könnte. So als Maske tragen oder so, das wäre halt auch ja, cool. Mann. Boah, ich würd voll Bambi als Maske tragen. Oder ein Eichhörnchen. Ich würde gerade sagen, ein Eichhörnchen oder so eine Schildkröte. So eine Eichhörnchenmütze, wo oben der Kopf rausguckt. Oh, Schnee, geil. Ja, voll geil. Ich freue mich schon, wenn wir hier richtig schön rumlaufen können. Boah, wie cool. Boah, nice. Guck dir das mal an. Boah. Alter, wie majestätisch. Und irgendwo dort ist bestimmt der Flugzeugrest. Ja, mein Sohn, und irgendwo dort oben baute einer einst einen Wolkenpalast. Ja, aber er wurde nie fertig. Ein Palazzo. Boah, wie cool das hier ist. Ja, okay, hier ist kalt. Sollen wir nicht so rumheulen jetzt? Oh, man verliert richtig Ausdauer, wenn man hier rumläuft. Krass.
Weißt du, was noch fehlt bei The Forest, dass das noch nicht drin ist, wundert mich, sind Bären. Bären mit Ä, meinst du? Ja, Bären. Wird es bestimmt auch nochmal geben, oder? Aber also die müssen. Fehlt halt echt. Aber die müssen dann. Oh, Schneehasen. Hier gibt's Schneehasen. Cool. Oh, stimmt. Ob die anders schmecken? Na gut, ich habe gerade Wildschwein in der Tasche. Jedenfalls hat der Kopf eine andere Farbe, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Ja, glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn man den aufnimmt, ist er wieder plötzlich sehr, sehr nicht schneeig. Komm, wir gehen mal ein bisschen. Der taut ja auch der Schnee, ne? Ja, das stimmt natürlich schon. Ist wie bei Polarbären. Huch, wieso qualmt denn der... Der Baum hat gerade voll gequalmt. Hier gibt es bestimmt noch irgendwo eine Höhle. 100 Pro. Die wir nicht gefunden haben. 100 Pro. Und da war ich dann auch noch nie drin. Boah, vielleicht ist das ja so eine Eishöhle oder sowas. Boah, das wäre voll geil. So mit Eiszapfen und sowas. Ja, Mann. Ja, das wäre cool. Boah, schön, wie das so qualmt ein bisschen, ne? Aber das ist, glaube ich, Schnee. Das ist nicht die Hitze vom Wasser. Das wäre natürlich cool. Oh, wie der Schnee hier auf Wasser liegen bleibt. Hä? Wie cool ist das, das ist denn? Schon, das ist schon cool gemacht. Hab noch nie gesehen, was er verschwindet. Er verschwindet dann halt auch langsam, der Schnee, ne? Hab ich noch nie gesehen, was vor ist. Also ich schwimme da jetzt nicht durch, weil ganz ehrlich, das wird bestimmt sehr kalt. Ach, hier sind wir wieder. Oh ja, ja, oh ja. Gut, diesmal war oben. Aber ein paar Wildschweine wird es hier schon noch geben, ne? Hier ist wieder ein Bambi, die brauchen wir mal nicht. Obwohl, brauchen wir doch. Ja, Sigi, denk mal drüber nach. Oh, hier ist Skelettegefahr. Die ist ausgerutscht, Tobi. Oh, die Arme. Ach du Scheiße. Oh, können wir ihr noch helfen? Oh. Ich helfe ihr. Ja, nicht, brauche ich, sehe schon. So, erstmal ausziehen und dann Herzmassage. Oh ja. Gut, dass du ihr geholfen hast, wirklich. Ja, ja, ja. Also das war wirklich, das war knapp, das war knapp. Das ist halt Tierliebe einfach. Hätten sie mal gestreut hier, ne? Die machen auch nichts mehr, die Regierung. Gar nichts mehr, gar nichts mehr. Also, da haben die kein Geld für, weißt du? Ja, ja, ja. Benehmen sich aber wie die Wilden, toben rum, weißt du, und denken auch, die können machen, was sie wollen. Ja. Und wer muss drunter leiden? Der einfache Bürger, Tobi. Bürger wie du und ich. Ja, und der Zuschauer muss drunter leiden. Auch. Weil einfach richtig. So die Folgen dadurch zu Ende gehen. Ich meine, das können wir ja nicht senden. Ja, ja, richtig, richtig. Das ist auch ein Problem. Aber daran denkt natürlich niemand. Nee. Was habe ich da gerade gehört? Hm? Ich dachte, ich hätte gerade ein Krokodil gehört, aber hier oben wäre das ein bisschen strange. Hier oben? Warte mal. Vielleicht ein Eiskrokodil, was denn? Was machst du? Hä? Achso. Ich hab mich getroffen. Schlecht. Ah, irgendwer hat drauf geschossen. Jetzt ist losgelaufen. Hä, wer macht denn sowas? Weiß ich nicht. Regierung, Tobi, die Regierung. So, nimm du mal mit. Ich bin, glaube ich, voll. Ich kann gar nicht hingucken. Ist einfach sogar grausam. Aber manchmal muss man sich einfach von ihrer Not erlösen. Was denn? Naja gut, hier ist kalt, ne? Das bleibt natürlich auch frisch. Apropos kalt. Mein Bildschirm friert langsam wieder zu. Oh ja, stimmt. Meine auch. Oh, das fällt mir gar nicht auf. Wir sollten... Ja, weil hier alles weiß ist irgendwie, ne? Ja. Oh, hier ist wieder ein Eichhörnchen. So. Schnell wieder so, aber zurück. Hier ist jetzt in Ordnung, weißt du? Hauptsache, du bist auf dem Grün, dann ist wieder in Ordnung. Hä? Na, bei mir ist immer noch, du bist kalt und dir ist nass. Umgekehrt. Du bist kalt und dir ist nass. Wir brauchen immer noch Wildschweine. Wir brauchen ganz viele Wildschweine. Vielleicht finden wir die in der nächsten Folge, Erik. Ich hoffe, wir müssen auf jeden Fall. Ich habe eigentlich gedacht, dass es leichter wird, aber naja, die zu finden ist offenbar ein bisschen schwieriger. Wir müssen vielleicht... Sind die halt selten? Oh, hör mal. Hm? Hörst du das? Nee. Hörst du nicht? Oh doch. Doch, das Stampfen höre ich. Ja, Mann. Aber ist er wieder unterirdisch? Nein, der ist nicht mehr unterirdisch. Oh. Es ist Thrombosi mit der engen Hosi. Ja, wollen wir nächste Folge vielleicht? Ich brauche Mutantenrüstung. Ja, ich auch. Ich auch. Vielleicht wollen wir dem mal einen Besuch abstatten. Ja, bin ich dafür. Mal wieder ein bisschen aufwerten hier. Ja gut, dann ja, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.